Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Hiege-Video. Heute wird's wirklich creepy, denn ich habe für euch die 10 gruseligsten Fakten rausgesucht, die ich finden konnte, und mache für euch jetzt dieses Video. Ohne großartig viel zu reden, let's go! Wusstet ihr, dass einem Tumor Haare und Zähne wachsen können? What the fuck? Das ist ja ein richtiges Lebewesen. Solche Tumoren nennt man Teratom. Und das ist griechisch und bedeutet so viel wie Monstertumor. Und wenn ihr dachtet, Haare und Zähne wären alles? Nein. Denen kann sogar so ein richtiges Nervensystem wachsen, Muskeln und sogar, haltet euch fest, Augen. What the fuck? Okay, haben die ein Bewusstsein? Also, was zum Fick ist... What the fuck? Guckt euch dieses Bild an, Leute. Ich kann nicht mehr. Daumen nach oben, wer das nicht wusste. Wisst ihr, was Amöben sind? Das sind so kleine, süße Einzeller, sogar mit einem Zellkern. Das sind also kleine Lebewesen. Und 1965 wurde eine Amöbe entdeckt, welche Gehirne frisst. Und wenn man diese abbekommt, stirbt man mit einer Wahrscheinlichkeit von 97%. Es gibt bis heute kein bekanntes Gegenmittel dafür. Und wenn ihr dachtet, dass diese Amöbe ganz selten irgendwo auftaucht, zum Beispiel auf dem Mars, Mond oder irgendwie auf dem Mount Everest, nein. Diese Amöbe, die gibt es in normalen Teichen, Seen und Flüssen. Also Orte, die wir alle im Sommer besuchen. Deswegen gehe ich ungern in so ekliges Gewässer, Leute. Meine Freunde rufen immer, Hiege, komm doch auch ins Wasser. Nein, Mann, es gibt eine Amöbe mit einer 97%igen Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt. Amerika. Die Vereinigten Staaten haben seit 1950 6 Nuklearwaffen verloren. Wie kann man eine Atombombe verlieren? Ist die außerdem ins Wasser gefallen oder was? Upsi! Das Schlimme ist, die haben sie nicht auf einmal verloren, sondern seit 1950 bis heute halt ständig, so immer wieder. Upsi! Oh! Oh! Können die nicht einfach mal aufhören, Atombomben zu bauen? Lasst uns doch einfach in Ruhe, wir wollen die Dinger nicht! Und wer dachte, das war schon alles? Nein, 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 Leute. Seit 1950 ist dieses dicke Ding hier verloren gegangen. Das ist die längste Atombombe. Und man weiß bis heute nicht, wo sie ist. Und um das Ganze noch zu toppen, also die Kirsche auf der Sahnetorte. Seit 1950 gab es 32 Atombombenunfälle. Upsi! Mögt ihr Kaninchen und Hasen? Ja? Ich auch. Das sind solche süßen Tierchen. Sie haben süßes Fell, süße Schlappöhrchen oder manchmal auch so stehende. Die haben süße Pfötchen und sie fressen ihre Babys. Manchmal. Ja, obwohl Hasen eigentlich keine Fleischesser sind, essen sie in bestimmten Situationen ihre Babys. Zum Beispiel, wenn ein Raubtier in der Nähe ist, wenn sie gestresst sind, wenn sie denken, das Baby stirbt eventuell. Wieso helfen sie dem Baby nicht einfach? Oder wenn sie einfach nur einen Snack möchten. Was sind das bitte für Monster? Ich dachte mal, Hasen sind süß. Schreibt einen Hasen in die Kommentare, wenn ihr das nicht wusstet. Der Begriff Anästhesie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie ohne Empfinden, weil das ja einen so umnockt und bewusstlos macht. Das Gruselige ist aber, man weiß bis heute nicht, warum das einen umnockt. Man weiß nur, dass es einen umnockt und bewusstlos macht. Und das ist ziemlich gruselig. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, 1 bis 2 Leute von 1000 Patienten, die Anästhesie bekommen, wachen mitten in der Operation auf. Das ist gruselig. Und da das Video wahrscheinlich sehr viele Leute schauen werden, gibt es bestimmt eine Person, die bald eine Operation vor sich hat. Viel Glück, Bro! Okay, das war gemein. Das war gemein. Das nächste ist wirklich absolut weird und komisch. Pflanzen können in deinem Körper wachsen. Es gab einen Typen, der hat mal einen Samen außerdem verschluckt und in ihm drin ist dann eine Pflanze gewachsen. So groß wie ein Tumor. Sie musste dann sogar operativ entfernt werden. Ich hoffe nicht mit Anästhesie. What the fuck, Leute? Wusste das jemand? Daumen nach oben, wer das nicht wusste. Die durchschnittliche Bowlingkugel beinhaltet eine Menge Fäkalien auf der Oberfläche. Fäkalien. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Es gibt bestimmt eine Menge Kinder, die das gerade schauen und nicht wissen, was das ist. Fäkalien bedeutet Scheiße. Alles, was Menschen anfassen, ist Scheiße. Also wascht euch die Hände, Leute. Im Ernst. Der nächste Fakt ist wirklich richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, warum das überhaupt erlaubt ist. Aber es gibt ein Lebensmittelgesetz, was besagt,
dass in 100 Gramm Schokolade, Süßigkeitenmasse und so ein bestimmter Prozentsatz Nagetierkacke sein darf. Warum? Warum, fragt ihr euch? Ich hab mich das auch gefragt. Ich hab dann gegoogelt und der Grund war, jetzt haltet euch fest, weil die nicht verhindern können, dass dort überall Ratten und sowas in den Lagern rumlaufen. Das soll der Grund sein? Macht einfach sauber, verdammte Scheiße! Wusstet ihr, dass Schmetterlinge echt wunderschöne Tiere sind und Pisse, Schweiß und Blut trinken von irgendwelchen Kadavern? Nein, das wusste ich auch nicht. Ich dachte mal, Schmetterlinge sind süß und trinken Blumennektar, Wasser. Nein, 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 Leute, die sind wirklich verdammt eklig. Die essen sogar Scheiße von Leichen. Wer findet Hamster süß? Ich hatte sogar früher einen. Wusstet ihr aber, dass Hamster eigentlich richtige Monster sein können? Nein, sie sind richtige Monster. Denn Hamster sind Kannibalen. Die Mutter frisst sehr oft die ersten und zweiten Babys, die sie bekommt. Und selbst wenn sie das nicht tut, dann fressen sich die Geschwister meistens untereinander, wenn die Mutter mal nicht hinschaut. What the fuck, warum? Ich dachte, Hamster sind süß und fressen Nüsse und sammeln die in den Backen und fressen nett. Nein, warum? Leute, das nächste ist absolut gruselig. Und ich hoffe, dass das niemandem von euch jemals passieren wird. Denn es gibt ein spinnenartiges Tier mit dem Namen Demodex. Auf Deutsch heißt das Haarbalgmilbe. Das sieht so aus. What? Und dieses Tier lebt auf der menschlichen Haut. Es können Kolonien von Abertausenden jetzt gerade auf deiner Haut sein. Hallo, like das Video oder ich werde auf deiner Haut Kaka machen und ganz viele Kinder. Wusstet ihr, dass wenn man die Toilette spült, eine Menge nach oben gesprüht wird, was man gar nicht mitbekommt? Das wurde mit einer Nachtsichtkamera aufgenommen und das kann man wirklich messen. Und da steckt sogar eine Menge Fäkalien dazwischen. Das heißt, wenn ihr die Toilette spült, geht am besten weg oder Deckel runter, Leute. Ich warne euch nur, ich will euch nur helfen. Schickt das mal an eure Freunde weiter. Sonst spülen die ganze Zeit und atmen die ganzen Fäkalien da ein. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wollt ihr mehr solcher gruseligen Videos? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi!